Hallo zusammen. Heute will ich Ihnen zeigen, wie Online-Unterricht aussehen kann mit einem Videokonferenzprogramm. Und man braucht dazu im Wesentlichen nur Stift und Papier. Sie benötigen Folgendes: ein Handy oder Tablet, eine Halterung für das Tablet, mit dem Sie Dokumente fotografieren können. Und natürlich Stift und Papier. Ich lege das Papier vor mich auf den Tisch, darüber den Scanstand und darauf positioniere ich das Tablet oder Handy. Ich starte mein Videokonferenzprogramm, zum Beispiel WebEx oder Zoom oder Twitch oder YouTube Livestream, und gebe den Bildschirm meines Tablets frei. Ich kann jetzt nicht nur Text und Grafiken auf Papier zeichnen. Ich kann sogar kleine Experimente zeigen. Ich kann Abbildungen aus Büchern präsentieren. Außerdem kann ich mit dem Tablet natürlich auch PowerPoint oder andere Apps starten. Ich kann mit dem Videokonferenzprogramm das Ganze aufzeichnen, es als Video dauerhafter online stellen oder sogar nachbearbeiten. Viel Erfolg bei Ihrem Online-Unterricht. Danke fürs Zuschauen.